Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem wieder neuen Format auf meinem Kanal Bemenchy Drive. Ein Spiel, das sich grundsätzlich nur darum dreht, Fahrzeuge möglichst spektakulär kaputt zu machen, muss man dazu sagen. Und dieses Spiel kann so viel mehr als nur eben Autos ineinander zu crashen. Die Physik-Engine ist wirklich einzigartig. Modding-Community ist unglaublich interessant. Es gibt einen super krassen Editor, mit dem man wirklich verdammt viele Sachen machen kann. Und wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich schon zwei Videos gemacht habe, und zwar so Crash-Compilations, also wo ich wirklich nur Autos ineinander fahren lasse oder in eine Brücke oder sonst was. Und dieses Video hier ist jetzt mit Sound. Es haben auch einige Leute geschrieben, hey Ralf, wo ist deine Stimme hin? Das hier ist das Format, wo ich mit euch rede, was ich in Bemenchy tue, damit ihr auch versteht, wie sich das Ganze dann zusammensetzt. Hier seht ihr, ich habe drei Mods aktiv gerade. Hier gibt es eine Garage mit Fahrzeugen. Ich gehe auf Play. Ich erkläre euch jetzt mal in dieser Folge ein bisschen das Spiel, was man machen kann. Campaigns ist ziemlich simpel. Es gibt hier Driver Training, Sachen zum Ausprobieren. Senseless Destruction übersetzt sich auf blindes Kaputtmachen eigentlich oder Zerstörung. Rocky Start weiß ich selber nicht und ich kann weitere Campaigns starten. Dann haben wir hier Szenarios. Szenarios sind Möglichkeiten, um irgendwie Ziele zu erreichen. Und die sind gar nicht mehr also sagen wir so, es gibt sehr schwierige und sehr einfache. Zum Beispiel, was wir nachher machen werden, ist hier dieses East Coast Chase. Das heißt, ich lasse mich verfolgen von der Polizei oder dieses hier, dass ich jemanden jage. Oder Tank Delivery. Man kann mit dem Transporter Sachen eben abliefern und. Ihr seht selbst, es gibt hier endlos viele Missionen. Und auch richtig verrückte Strecken hier, Sky Curve. Also, wir können unglaublich viel rumprobieren in diesem Spiel und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich mehr solche kommentierten Videos von Bemenchy mache oder wie es euch gefällt, wenn ich nur so Montagen mache. Free Roam ist eigentlich ganz simpel. Es bedeutet, dass ich mich hier frei bewegen kann in der Umgebung und es gibt unglaublich viele Maps. Hier zum Beispiel West Coast, wenn ich draufklicke, gibt es hier nochmal verschiedene Untermaps zu dieser West Coast, also wirklich unsäglich viel. Time Trails erklärt sich von selbst. Hier geht es darum, die schnellste Zeit zu erreichen. Map aussuchen, Fahrzeug aussuchen und los geht's. Aber nicht so spektakulär. Was ich interessant fand, war Szenario. Und ich habe gesagt, wir machen mal so einen Chase und das machen wir auch. Lade das mal, drücken wir auf Play. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Bitte gebt mir Feedback aus dem einfachen Grund, weil es für mich natürlich immer interessant ist, wenn ich ein neues Format starte auf meinem Kanal, ob das auch was für euch ist, ja, weil ich kann ja hier viel aufnehmen und habe großen Spaß daran, aber wenn es keiner guckt, macht natürlich auch keinen Sinn. Deswegen, vielleicht schaffen wir es auf die erste Folge, sagen wir mal 666 Likes. Ja, die Zahl des Teufels. Vielleicht kriegen wir das ja hin, würde mich auf jeden Fall freuen und schauen wir mal. Die Ladenzeiten dieses Games sind gerade auch ein bisschen ätzend, aber da sind wir. Okay, steht Stop the Beamcom Van. Okay, los geht's. Ich muss diesen Van irgendwie stoppen. Die Frage ist nur, wo ist er? Hallo? Wo ist dieser Van? Leute, Checkpoint, Checkpoint. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre mal. Das ist auch wieder so geil im Game. Ich habe keine Ahnung, wo ich langfahren soll. Den ersten Checkpoint habe ich gefunden. Die Frage ist, wo ist der zweite? Oh Gott, dieses Auto. Oh nein, guck mal, mein rechter Vorderreifen ist schon. Nein, guckt euch das an, mit der Radaufhängung. Seht ihr das? Die ist schon Schrott. Willkommen bei BeamNG. Doch, ich habe. Okay, oh Gott, guckt euch mal dieses. Das Loch an in meinem Reifen. Holy shit. Nee, so kann ich nicht weiterfahren. Mein Reifen ist vorne im Arsch. Ja, sehr gut. Reset. Los geht's, Leute. Neuer Versuch. Oh no, 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 no. Nicht schon wieder gegen den Bordstein. Das Auto lässt sich auch wirklich schwer lenken. Es gibt übrigens auch einen Zeitlupe-Modus. Habe ich den gerade angemacht? Gibt's hier einen? Ah, okay, guck mal, hier gibt's gar keinen Zeitlupe-Modus. Ich dachte, der geht hier auch, aber dem ist nicht so. Dann fahren wir jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, mit M mache ich die Sirene an. Diesmal bremsen wir aber Vorderkurve. Ich frage mich trotzdem, wo hier unser Gegner ist und wo der Checkpoint ist. Ey, Alter, was ist los? Ihr seht selbst, wie groß die Maps sind. Also kann man sich ordentlich mal verfahren. Aber ganz ehrlich, danke, dass ich den Checkpoint erreicht habe. Aber wo ist dieses Fahrzeug? Wo ist der Gegner? Man kann solche Missionen im Editor übrigens auch selber machen. Die AI kann man selber steuern. Aber ich komme mir gerade vor wie bei der Schnitzeljagd. Warum ist denn das so kompliziert? Warum ist denn das Auto so... Warum hat denn der sich versteckt?
Und das Witzige ist, hier auf den Straßen ist nichts los, ja. Also BeamNG hat eigentlich keinen Verkehr oder so. Ach, guck mal. Hier ist diese... Na egal. Ich gehe mal raus. Mache ein Szenario auf und wir schauen mal nochmal hier. East Coast Chase 1. Nehmen wir das mal. Okay, hier steht Medium. Alles gut. Wir probieren mal eine andere Map. Oder zumindest dieselbe Map, aber andere Fahrzeuge. Aber was mich gerade sehr irritiert hat, war, wo ist der Van gewesen, den ich gejagt habe? Das wäre ganz nett gewesen, hätte mir BeamNG mal gezeigt, wo es da lang geht. Und ich zeige euch auch gerne modded Fahrzeuge, Sachen, oder wie ich zum Beispiel solche, wie ich diese Videos erstellt habe, die ich jetzt schon hochgeladen habe. Im Übrigen, ganz am Ende dieser Folge werde ich in der Endcard die beiden Videos verlinken, falls ihr Bock habt auf mehr BeamNG. Ah nein, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Holy shit, nein, wo bin ich denn jetzt... Oh, back. Wie komme ich denn wieder ins... Was ist denn jetzt hier passiert? Ah, damn it. Ganz ehrlich, wie bin ich denn in dieses... Ach komm, wir machen mal ganz was anderes. Scheiß auf die Verfolgungsjagd. Wir machen einen Jump Trail. Aber fragt mich nicht, wie ich gerade ins Hauptmenü gekommen bin. Und irgendwie mag der auch Play nicht drücken gerade. Und BeamNG ist, glaube ich, seit... Lass mich lügen. Seit 4 Jahren in der Early Access Version oder Alpha. Guck mal, hier geht mal gerade gar nichts mehr. Also gut, kurzer Abbruch. Ah ne, jetzt, da sind wir wieder. Darf ich wieder? Ja, darf ich wieder spielen? BeamNG oder? Ne, darf ich nicht. Aber doch, go, es geht los. A short series of small jumps to correct speed makes a difference, okay. Das Game trollt mich doch, Alter. Warum ich denn diesen scheiß Bildschirm hier? BeamNG hat natürlich manchmal so das ein oder andere Problem, wie wir gerade gesehen haben. Und ja, dem verzeihen wir mal einfach, weil das Game an sich doch ganz geil ist. Aber wie gesagt, ich wollte euch eigentlich immer was zeigen. Ich probiere es trotzdem nochmal aus. Und zwar wollten wir hier, wo war es denn, diesen Jump Trail nehmen. Jetzt finde ich es nicht mehr. Dann nehmen wir einfach den Plattform Jump. Let's do it. Jetzt hoffen wir nochmal, dass es beim Laden diesmal keinen Mist baut. Oder ich drücke zumindest nicht am PC rum. Es gibt unglaublich viele gemoddete Fahrzeuge, also auch wirklich realistische Fahrzeuge, die auf den Straßen fahren. Und es gibt eben auch so fiktive Fahrzeuge, so ein bisschen wie bei GTA eigentlich. Und das Schadensmodell ist einfach nur der Hammer von dem Game. Also das ist natürlich der absolut größte Punkt so in dem Game. Und die Physik macht auch mega Laune, dazu zu gucken. So, was steht denn hier? Take an Ibishu Corvette, a ready car and flying journey over the seas, bla 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 bla. Jetzt drücke ich mal Start, ich hoffe, wir bleiben hier. Okay, es geht los. Okay, ich fahre mit dem Controller, Leute, weil es einfach besser ist. So, gucken. Oh, shit. Oh, Gott, das war keine gute Idee. Oh, Gott. Autsch. Komm, dreh dich. Ich komme irgendwie nicht mehr rum hier. Also, ihr seht selbst das Auto vorne, der Crash, hat es gut in Mitleidenschaft gezogen. Ich sehe jetzt nur durch die Wand nicht wirklich viel, aber... Was war denn hier der Reset nochmal bei dem Controller? Oh, das dehnt an sich, sehr gut. Kamera wechseln, Pause. Ich würde gerne den Reset haben. Ah. Nur die Kamera würde ich gerne wieder ändern. Okay, auch nett. Warte, ich komme damit klar. Meinst du, ihr schafft es die Rampe hoch? Ja. Oh, fast. Oh, no. Autsch. Okay, ihr seht selbst, das Schadensmodell ziemlich heftig. Hat aber auch nicht funktioniert. Hat leider nicht funktioniert. Jetzt habe ich den Reset-Button trotzdem nicht gefunden. Ah ja, rechte Maustaste. Okay, wir geben Gas, Leute. Diesmal schaffen wir es. Drück mal die Daumen. Ich fahre einfach nur geradeaus. Ich bewege mich mal überhaupt nicht. Okay, ein kleines bisschen habe ich gelenkt, aber echt nur ein kleines bisschen. Nice. Nicht so weit. Bremsen. Wow. Das war knapp. Okay, krass. Das Ding geht... Oh, dieses kleine Auto geht da voll ab, ey. Und wieder runter. Gas geben. Und. Heuballen. Easy. Wir haben es geschafft, Leute. Success. Wunderbar. Okay, und das war jetzt zum Beispiel eine Mission. Super, super awesome, oder? Machen wir gleich nochmal. Weil ich kann euch noch eins zeigen. Ich wollte euch eins zeigen. Bei den Missionen gehen anscheinend die... Slow-Mos nicht, oder? Ich hab vergessen, wie man den Button richtig drückt. Knapp. Oh.
gerade noch so auf der Plattform geblieben. Also Lenken und Bremsen tut total das Auto auf jeden Fall überhaupt nicht hier. Oh shit, nein, 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 okay, rip. Autsch. Ich bin unter Wasser. Das ist ein bisschen ätzend, so dass die Map, ihr seht ja selbst das Wasser drunter, dass man da so durchgucken kann. Aber gut, so ist normal. Pff. Sieht auf jeden Fall lustig aus, die Karre. Aber gut. Kurz den Controller beiseite legen. Dann gehen wir nochmal zum Hauptmenü. Und gehen wir auf Free Roam. Und dann nehmen wir mal die Grid Map. Und zwar die Default Grid Map. Da kann ich euch mal zeigen, was das Game denn noch so alles drauf hat. Ich bin immer am überlegen, das Game hat auch sehr viele Hotkeys. Im Übrigen, wenn ihr da draußen BeamNG besitzt und das Spiel auch selber habt und habt Tipps für mich, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Als Standardfahrzeug, warte mal, Steuerung E war das, glaube ich, Fahrzeug wechseln, genau. Nehmen wir diesen Monster Truck. Und zwar nehmen wir den Patience Not Ready, Replace Current. Das ist zum Beispiel ein gemoddetes Fahrzeug, ja, was ich jetzt hier gerade lade. Wenn es lädt. Da ist er. Und irgendwas scheint hier mit den Texturen nicht zu stimmen, Leute. Weil normalerweise sind es nicht so weiße Flecken. Ich glaube, da habe ich mit Dieter vor kurzem irgendwie Mist gebaut. Ich habe nämlich vor kurzem was ausprobiert. Und zwar habe ich rumprobiert, wie ich Texturen ändern kann von Objekten. Und ich glaube, ich habe von... Oh, shit. Ich glaube, ich habe von vielen dieser Objekte hier die Texturen weggenommen. Alter Schwede, wie der abgeht. Kannst du mal bitte nicht so ausflippen hier. Und nochmal, yo, wieder auf, ich stehe wieder, sehr gut. Aber das halbe Fahrzeug zerfällt schon. Aber ihr seht so ein bisschen, wie die Funktion hier ist von dem Fahrzeug, das Fahrverhalten. Und jetzt mal ganz kurz schauen hier. Okay, hier geht Slow Motion wieder, genau. Dann geben wir mal Gas und springen da mal über den Hügel. Und ihr seht, jetzt habe ich Slow Motion an. Und da sieht man eben die Funktion und die Physik von dem Fahrzeug noch viel geiler. Aufpassen, dass ich jetzt hier nicht drunter klemmen bleibe. Und wie gesagt, die Map sieht normalerweise nicht so aus. Die haben auch alle so graue Texturen wie dieser Weg da hinten. Nur ich habe da wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht. Und ja gut. Mal gucken, ob ich das hier gefixt bekomme. Wenn ihr dazu auch eine Idee habt, schreibt es mir. Oh, shit. In die Kommentare, ich wollte da hoch. Nein, ich wollte da hochfahren. Boah, es ist so schwer, diesen Monster-Truck zu lenken, das gibt's nicht, ey. Das ist richtig schwer. Komm schon. Und die Kamera macht auch, was sie will manchmal. Also das Game ist noch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber trotzdem ist es schon mal eigentlich ganz geil, so wie es funktioniert. Linkskurve, gib Gas und... Und jetzt dafür ist eben Slow-Mo da, wenn man da mal so runterkracht. Dann ganz langsam und dezent, aber dann richtig schön kracht man da in die Wand rein. Und bricht sich die Hinterachse. Ihr seht, unten links alles leuchtet, alles ist rot. Und ist man dann leicht im Sack. Das war's für heute, für diese Folge. Ihr habt eben gefragt, Mensch, Ralf, BeamNG, was ist das? Jetzt landet die ganze Zeit auf dem Dach, das hilft mir aber nicht weiter. Das hier ist BeamNG. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Blick geben zu diesem Game. Und wenn ihr Lust habt, weitere Folgen von mir zu haben, wo ich auch dazu rede, wie jetzt in dieser Folge heute, schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache aber auch gerne weiter diese Montagen, die ihr jetzt in der Endcard sehen könnt. Bleibt einfach dran, 2 Videos verlinkt von mir. Klickt mal drauf und schaut, ob es euch gefällt. Wenn ja, lasst doch auch da einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Reingucken. Ich bin draußen, wünsche euch eine gute Zeit auf meinem Kanal. Auf Wiedersehen.